Sie ist immer sehr ernst, sehr konzentriert. Gina Gojian erhielt für diese Bodenübung 9,737 Punkte. Und zum Abschluss des Tages, liebe Zuschauer, wollen wir uns einen absoluten Leckerbissen anschauen. Die kleine Chinesin Huilan Mo am Stufenbar. Übergrätschen auf den oberen Horn. Der Trainer steht bereit, das heißt, es kommt ein Flugteil. Und jetzt passen Sie ganz genau auf. Ein Salto über die Stange. Im Männerturnen spricht man von dem Gaylord-Salto. Und die Schwierigkeit darin liegt, dass die Turnerin oder der Turner gar nicht sieht, wo man hinfliegt. Man muss also blind zufassen. Die Katschew-Grätsche. Also die kleine Chinesin könnte den Männern am großen Gerät erhebliche Konkurrenz machen. Und der Doppelsalto gestreckt. Eine perfekte Übung. Was will man da groß abziehen? Und das sahen wohl auch die Kampfrichter so. 9,912 Punkte. Und hier sehen wir diesen Gaylord-Salto. Den Salto vorwärts auf, über die Stange mit dem Blinden wiederfassen. Und sie tun direkt weiter am unteren Holm. 9,912 Punkte. Dadurch konnten die Chinesen zwar nicht mehr ganz nach vorne kommen, das heißt auf die ersten zwei Plätze. Aber sie sind natürlich auf jeden Fall am Sonntag im Finale dabei. Der Endstand des Kürqualifikationsturnens: Rumänien gewinnt vor den USA, China, Russland, der Ukraine und Weißrussland. Das auch die sechs Mannschaften am Sonntag. So, liebe Zuschauer, das war's von hier und jetzt. Die deutsche Mannschaft hat erwartungsgemäß hier keine Rolle gespielt. Schlimmer noch, der Protest, der vom deutschen Team eingelegt wurde wegen dem Punktabzug, wurde negativ beschieden. Das kam eben gerade raus. Dadurch belegte die deutsche Mannschaft im Endklassement sogar nur den 13. Rang. Das ist äußerst enttäuschend. An der Spitze ganz vorne natürlich erwartungsgemäß die Rumänin. Aber dahinter ist alles ganz dicht beisammen. Das lässt hoffen für ein spannendes und tolles Finale am Sonntag. Bevor ich Sie jetzt in die Nacht oder in den frühen Morgen entlasse, möchte ich aber noch unbedingt auf den frühen Nachmittag hinweisen. Ab 14 Uhr überträgt Sport 3 Extra live hier aus der Dortmunder Westfalenhalle das Kürfinale der Männer. Und mit dabei sind die Deutschen, die nach Pflicht und Kür den zweiten Platz belegen. Eine Medaille ist also im Bereich des Möglichen. Schauen Sie also unbedingt rein von 14 bis 17 Uhr live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Sport 3 Extra. Alles Gute, bis gleich. Tschüss. Haben gestern einen durchaus respektablen fünften Platz erreicht. Sie waren ja Pflichtweltmeister, obwohl sich dafür nichts kaufen konnten. Den Titel gibt es auch nicht. Die ganzen Punkte konnten Sie nicht mit ins Finale nehmen. Die galten nur der Vorqualifikation. Die deutsche Damenriege dagegen ist beim Finale gar nicht mehr dabei. Der schwarze Freitag brachte eine Sturzserie und nur Platz 13. Vielleicht lag es daran, dass die jungen deutschen Damen geschockt waren, weil ihre Kollegin Diana Schröder, immerhin eine Olympiaturnerin, sich beim Aufwärmen einen Kreuzbandriss zuzog. Hinterher gab es die üblichen Schuldzuweisungen, die doch erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Aktiven, den Trainern und den Funktionären offenbarten. Aber seien wir ehrlich, zwar ist Platz 13 indiskutabel, mit den besten Turnerinnen der Welt können unsere jungen Damen ohnehin nicht mithalten. Da turnen unter anderem eine Rumänin, die gerade mal 30 Kilo wiegt, und eine Chinesin, die dieses Gewicht sogar noch um 4 Kilo unterbietet, neben, wohlgemerkt, sehr vielen durchaus fraulichen Erscheinungen in der Weltklasse. Aber diese Turnerinnen lassen die Diskussionen um Magersucht und wachstumshemmende Mittel bei den Spitzenturnerinnen leider nicht verschummen. Von Wirbelsäulenschäden ganz zu schweigen. Machen Sie sich aber, liebe Zuschauer, lieber selber ein Bild und lassen sich begleiten von unseren Kommentatoren Andreas Spelling und Volker Rath. Live nach Dortmund. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer, hier aus der Dortmunder Westfalenhalle. Um das aufzugreifen, was Herr Robert Fassbinder angesprochen hat, möchte ich doch eine ganz persönliche Anmerkung machen. So viel Unsinn, wie in den letzten Wochen über das weibliche Kunstturnen gesagt und geschrieben wurde, habe ich niemals in meiner 30-jährigen Erfahrung als Reporter in diesem Bereich gehört und gelesen. Für mich ist dies ein weiterer Beweis dafür, wie mit Halbwissen, Oberflächlichkeit, Arroganz und falscher Betroffenheit, Pseudomoral,
ein zweifellos ernsthaftes gesellschaftliches Problem zerredet und manipuliert wird. Ein Problem, das doch keineswegs auf den Sport beschränkt ist und im sportlichen Bereich keineswegs auf das weibliche Kunstsort. Dies nur als Vorrede und vielleicht mit ein bisschen Verständnis für die Betroffenheit eines Reporters, der in diesem Bereich seit 30 Jahren tätig ist und alles kennt, auch die Gegenbeweise zu den veröffentlichten Meinungen. Wir haben gesehen, Jelena Piskun aus Weißrussland, und damit kommen wir zur Entscheidung hier bei dieser Mannschaftsweltmeisterschaft 1994 in Dortmund. Die nächste Turnerin, liebe Zuschauer, am Boden ist Lilia Podkopajewa aus der Ukraine. Sie, die amtierende Bodeneuropameisterin, und was sie hier darbietet, das ist ein Feuerwerk an akrobatischen und artistischen Höchstleistungen und lassen sich bezaubern davon. Doppelsalto vorwärts, aber leider nicht gestanden. Sie ist die einzige Turnerin in der Weltspitze, die diese absolute Höchstschwierigkeit am Boden zeigt. Die zweite Querverbindung. Temposalto mit ganzer Schraube. Nun eine kleine Rock'n'Roll-Einlage. Sie ist so ein richtiger kleiner Springflow. Und der Tsukahara zum Abschluss. Also bei der Anfangs- und bei der Schlussbahn, da hatte sie doch leichte Probleme bei der Landung. Eine Bodenübung mit absoluten Höchstschwierigkeiten. Aber diese Landefehler, die werden ihr Abzüge kosten. Schauen wir noch einmal die verlangsamte Wiederholung der ersten Bahn. Der Doppelsalto vorwärts, und da bleibt sie zu lange in der gehockten Ausführung und öffnet zu spät und kann von daher nicht den optimalen Stand erreichen. Die letzte Bahn noch einmal, der Tsukahara, ein Doppelsalto mit ganzer Schraube, die sehen wir hier, und noch ein Salto dran, also wie gesagt, zwei Rotationen um die Breitenachse, eine um die Längsachse. ...30 Stunden pro Woche trainiert sie. Seit ihrem 4. Lebensjahr hat sie sich dieser Sportart verschrieben. Und ist begeistert bei der Sache. Die Wertung für Lilia Podkopajewa, 9,137 Punkte, verständlich nach den beiden Haltungsfehlern. Damit, liebe Zuschauer, ist der 5. Durchgang beendet. Wie Sie sicherlich wissen, gibt es 4 Geräte bei den Frauen und 6 Mannschaften. Und wir sehen Gina Gorgian am Schwebebalken. Rumänien gilt ja als die favorisierte Mannschaft in diesem Finale. Und eine ihrer stärksten Turnerinnen ist Gina Gorgian, 17 Jahre Europameisterin in diesem Jahr im Mehrkampf, Weltmeisterin im Pferdsprung.
Die Rumäninnen haben eine neue Mannschaft aufgebaut mit 4 Neulingen, die sich bisher hervorragend geschlagen haben. Dazu 3 erfahrene Turnerinnen mit eben dieser Gina Gurjan, die wir hier am Schwebebalken sehen, mit der Olympiasiegerin Lavinia Milošević und mit Nadja Hadigan, die schon über einige Erfahrungen im internationalen Bereich verfügt. Rumänien war in der langen Geschichte der Weltmeisterschaften 2-mal erfolgreich. 1979 in Fort Worth in Texas, wo Nadja Comăneci wegen einer Verletzung in der Kür nicht starten konnte und Rumänien mit nur 5 Turnerinnen den Titel vor dem Favoriten Sowjetunion gewonnen hatte. Und Rumänien war erfolgreich zuletzt 1987 in Rotterdam. Die 6 Turnerinnen aus Rumänien haben in der Kür, also in der Qualifikation, die beste Leistung gezeigt. Wertung von Gina Gurjan 9,850. Und am Pferdsprung sehen wir Mo Huilan aus China. Sie wird uns einen Rondat-Sprung zeigen, also eine Radwende auf das Sprungbrett mit einer ganzen Drehung. Dies alles in gestreckter Ausführung. Mo Huilan übrigens im Kür-Wettkampf am Freitag. Die Frau oder das Mädchen mit der Tageshöchstnote von 9,9125 Punkte. Und sie ist ein Sprungwunder. Die Benotung für Mo Huilan aus China 9,750 Punkte. Damit, liebe Zuschauer, nach 5 Rotationen ergibt sich folgender Zwischenstand. Die Ukraine führt mit 191,734 Punkte vor Weißrussland, Rumänien, Russland, den USA und China. Und dies ist insofern überraschend, als die hochgehandelten Favoriten hier im Mannschaftsfinale Rumänien und die USA waren. Wobei, Andreas, man dazu sagen muss, dass natürlich die Ukraine und Weißrussland ihren Wettkampf beendet haben und dass für die 4 restlichen Mannschaften nun der letzte Durchgang ansteht. Also vielleicht ein kleines Missverständnis. Es beginnt mit dem Pferdsprung und der Wege der USA. Dieser letzte Durchgang, und zwar mit Amanda Borden. 17 Jahre. Kommt aus Cincinnati in Ohio. Überschlag, Büchsalto. Aber da, Sie sehen selbst, welche Probleme sie hat, da zum Stand zu kommen. Schöner Sprung. Ein bisschen zu früh vielleicht geöffnet und dadurch diese Probleme beim Sprung. 9,587 für den ersten Sprung. Da kann sie ganz zufrieden sein. Der zweite Versuch. Selbe Sprung noch einmal und noch schlechter, was den Stand betrifft, als beim ersten Mal. Die Amerikanerinnen müssen ja seit der Qualifikation am Freitag auf ihre Weltmeisterin Shannon Miller verzichten, die auf persönlichen Wunsch, auf den Wunsch ihres Trainers Steve Nano vom amerikanischen Verband aus diesem Wettkampf zurückgezogen wurde, die sich bereits wieder in ihrer Heimat befindet, also in den USA. Die genauen Gründe sind nicht bekannt. Als offizieller Grund wurde eine Wettkampfüberlastung von Shannon Miller angegeben, als ob man nicht gewusst hätte, was sie in den vergangenen Monaten geturnt hat und was in Dortmund auf sie zukommen würde. Wir schauen uns die Chinesin Tsuimi He am Stufenbarren an und dass ihr Trainer dort steht, das heißt, es kommt ein Flugteil.
Jawohl, der Jägersalto. Wie Sie vielleicht wissen, haben die Turnerinnen am Stufenbarren sehr, sehr viele Flugteile von den Männern vom Reck abgekupfert. Der Zuckerhaare-Abgang, den wir schon öfter gesehen haben, auch am Boden, also Doppelsalto mit ganzer Drehung. Xui Mihe aus Hunan, 24. der Weltmeisterschaften im letzten Jahr und 7. am Schwebebalken. Und hier schauen wir nochmal den Jägersalto an. Aus dem Rückschwung, Salto vorwärts zum Wiederfassen. Vielleicht noch mal, um das aufzugreifen mit der Größe. Xui Mihe ist fast 1,50 Meter und wiegt 40 Kilo. Also ich denke, das ist nicht ungewöhnlich für eine junge Frau im Alter von 17 Jahren. Und im Unterschied zu früheren Jahren, wo man vielleicht wirklich noch von den asiatischen Mädchen sprach, präsentiert sich hier wirklich eine sehr frauliche chinesische Mannschaft. Und das lässt doch auch für das weibliche Kunstturnen hoffen. 9,725 Punkte für Xe Huime am Stufenbar. Vier Geräte gibt es im weiblichen Kunstturn, Pferdsprung, Stufenbarren, den Schwebebalken und den Boden. Und da hier 6 Nationen im Finale dabei sind, heißt das, dass 2 Nationen pro Rotation immer aussetzen. Und so war dieses Zwischenergebnis vom 5. Durchgang natürlich wenig aussagekräftig. Da wir gerade auch so einen schönen Rundblick hatten über die Dortmunder Westfalenhalle, wollte ich Ihnen noch sagen, dass die Halle heute fast ausverkauft ist. Etwa 9000 Zuschauer sind hier, darunter auch Arbeitsminister Norbert Blüm, der ein gutes Verhältnis zum weiblichen Kunstturnen zeigt. Gesehen haben wir beim Pferdsprung J.C. Phelps aus den USA. Sie kommt ebenfalls aus Cincinnati, wie Amanda Borden, die wir vorhin gesehen haben. Sehr jung und neu im amerikanischen Team, 15 Jahre. Interessanter Sprung, den sie hier zeigt. Halbe Drehung zum Eingang, halbe Drehung zum Ausgang und gestreckter Salto vorwärts. Jacy Phelps, 9,65. Erster Sprung, der bessere kommt in die Wertung. Also, sie hat noch eine Chance, aber wir gehen zum anderen Gerät. Dort sehen wir Elena Grosheva, und zwar am Schwebewalken, dem Zittergerät der Kunstturnerinnen. Sie beginnt mit einem Salto vorwärts auf das Gerät mit leichten Standunsicherheiten und zeigt noch ein und bleibt sie oben. Ja, so gerade eben. In diesem Jahr noch bei den Jugendeuropameisterschaften am Start gewesen. Dort 4. an diesem Gerät, der Spreitsalto. Also es scheint nicht ihr bester Tag zu sein, aber man muss sich ja immer wieder vor Augen halten. Oh, der Bücksalto in den Gräschitz. Man muss sich vor Augen halten, dass dieses Gerät ja nur 10 cm breit ist. Noch schmaler als eine Bordsteinkante, und versuchen Sie mal zu Hause, wenn Sie spazieren gehen, auf einer Bordsteinkante zu balancieren. Das ist schon schwer genug. So, die Konzentration für den Abgang. Advende, Doppelsalto gehockt. Auch da der Stand nicht allzu sicher. Wenn man für jeden Haltungsfehler 0,1 Punkte abzieht, dann dürfte Elena Grosheva
über 9,3 an diesem Gerät kaum hinauskommt. Noch einmal der Angang. Und da muss sie schon ganz schön balancieren. Und wir gehen zum Boden. Claudia Bresacan aus Rumänien. ...14 Jahre jung, Junioren-Europameisterin in diesem Jahr am Boden. Ich liefere Ihnen alle Daten, 1,41 Meter groß, 30 Kilogramm leicht. Natürlich ist sie eine der vier Neuen im rumänischen Team. Die Mädchen beginnen ja mit dem Training im zarten Kindesalter von 6 bis 8 Jahren. Und die schwierigste Zeit ist zweifellos die der Pubertät. Manche schaffen es, dabei zu bleiben, manche hören auf. Es gibt auch 18-Jährige, 19-Jährige, die noch dabei sind und sehr gut turnen. Dass die Mädchen klein und leicht sind, nun dies ist ein sportartspezifisches Problem. Denken Sie an andere Sportarten, Basketball muss man 2 Meter lang sein, beim Turnen eben klein und leicht. Octavian Bellu, einer der erfolgreichsten Trainer im internationalen Bereich der Turnerinnen, fast so gut und bekannt wie sein Vorgänger Bella Caroli, der ja 1980 nach Amerika auswanderte und dort erneut Triumphe feierte, 1984 mit einer amerikanischen Turnerin Mary Lou Retton. Bella Caroli hatte Nadia Comaneci zum Weltstar gemacht. Eine Turnerin, die übrigens auch hier in Dortmund weilt und Werbung macht für die nächsten Künstler- und Weltmeisterschaften in Sabai in Japan. Claudia Bresacan, die 14-Jährige, hat eine sehr, sehr gute Übung gezeigt, die auch mit einer hohen Note honoriert wurde, 9,812 Punkte. Und Rumänien ist weiter auf Kurstitel. Und Elena Groscheva hat, wie vermutet, eine Wertung um die 9,3 bekommen, genau 9,337. Wir sind am Stufenbarren wieder und sehen die Chinesin Kexia Huan. Die Katschopfbücke oder Grätsche. Und der Doppelsalto gebückt. Schöne Vorführung von den Turnerinnen überhaupt an diesem Gerät. Nachdem sie am Schwebebalken in der ersten Rotation erhebliche Probleme hatten, auf dem Gerät zu bleiben, steigerten sie sich von Durchgang zu Durchgang und Stufenbarren sicherlich eines ihrer besten Geräte. Hier noch einmal sehr schön zu sehen, die Katschew-Grätsche. Sehr schönes Studium im Übrigen von der Verformung des Barrenholms. Er besteht aus Hartholz und dass er nicht bricht, liegt darin, dass in der Mitte ein Metallkern eingelassen ist. Die hier anwesenden Biomechaniker des Instituts für angewandte Trainingswissenschaften haben errechnet, dass Verformungen an dieser Barrenstange, an dem Holm, von bis zu 100 mm, also 10 cm und mehr, entstehen. 9,712 Punkte für Kexia Huan.
Für Rumänien steht bereit eine weitere Debütantin in diesem Team, Daniela Maranduca. Sie ist schon 18 Jahre alt, hat ein bisschen gebraucht, um in das rumänische Nationalteam zu gelangen. 1,53 Meter groß, 45 Kilo. Daniela Maranduca und viel Beifall der 9000 Zuschauer in der Westfalenhalle in Dortmund für diese junge Frau, die uns ein kleines Kunstwerk auf die Bodenmatte zelebriert. Zeitlupen, Ausschnitte aus ihrer Übung, Akrobatikteile, Schraubensalto zum Beispiel zum Schluss dieser Sprintbahn. Wie gesagt, sie hat ein bisschen lange gebraucht, ist schon 18, um in das Team zu gelangen, das wesentliche Veränderungen erfahren hat für diese Weltmeisterschaft in Dortmund. Und möglicherweise sieht das Gesicht dieser Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Atlanta 96 schon wieder ganz anders aus. Ja, was bekommt sie an Wertung? Kann Rumänien heute zum dritten Mal Weltmeister werden? 9,837, noch eine hohe Wertung, schon die zweite für Rumänien am Boden. Und wir gehen zum direkten Konkurrenten um den Mannschaftsweltmeistertitel zu China, Li Zhuan. Sie überbücken von drin auf den Ohrenholm. Kitschaftgrätsche. Und der Tsukahara, perfekt. Und es ist immer wieder schön anzusehen, wie locker die chinesischen Turnerinnen hier auftreten. Normalerweise klatschen sie sich nach jedem Gerät ab. Jetzt geben sie sich nur die Hand. Na doch. Also ein tolles Auftreten der chinesischen Truppe. Und wir gehen zum Schwebebalken zu Dina Kochetko. Salto rückwärts mit ganzer Schraube. Die russische Meisterin dieses Jahres, ZSKA Moskau.
Überschlag rückwärts mit ganzer Drehung. Und noch einmal dieser Salto rückwärts in den Spreizsitz. Ebenfalls mit ganzer Schraube. Die Übungen am Schwebebalken müssen ja sowohl akrobatische Serien mit mindestens 2 Flugelementen enthalten, als auch gymnastische Serien und Verbindungen. Abgang, Doppelsalto, gehockt zum Stand. Und die Wertung für Li Zuan, die hier nochmal in der Zeitlupe den Tsugihara-Abgang gezeigt hat. Hervorragende 9,837 Punkte, damit weiterhin ein spannender Kampf an der Spitze. Und noch eine neue im Team Rumäniens. Simona Amanar. Ein kleiner Wirbelwind, 15 Jahre, 1,42 Meter, 32 Kilogramm. Jawohl. Also wenn schon die Jungen im Team Rumäniens so toll turnen und sich so toll hier vorstellen, was soll dann erst sein, wenn die beiden Besten noch kommen, zum Beispiel Gina Gojan und die Olympiasiegerin Lavinia Milošević. Rumänien auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Schauen Sie hier noch einmal, Akrobatikbahn mit den Flickflack. Und 2,5-fach Schraube, Salto vorwärts. Simona Amanar. Konzentration auf diese Sprungfolge. Flickflack. Und noch einmal diese Schraube, diesmal in dreifacher Ausführung zum Schluss. 9,875 Punkte für eine 15-Jährige. Und natürlich müssen wir Ihnen auch noch die Wertung für Dina Kochetkova nachreichen. 9,812. Und nun können Sie sich auf einen Leckerbissen gefasst machen. Mo Huilan von der Juilin Gym School in Gunaxi. Sie, die Turnerin, mit der Tageshöchstnote, ich habe schon mal gesagt, am Freitag an diesem Gerät 9,912 Punkte. Mal sehen, was sie heute bekommt. Und zwar zeigt sie ein einmaliges Flugteil im Frauenturn, den Gaylord Salto. Einen Salto über die Stange zum Wiederfassen. Und die Turnerin sieht nicht, wohin sie fliegt und ob sie die Stange überhaupt fängt. Sie muss also blind zufassen. Katschakrätsche. Und Doppelsalto gestreckt. Also ich vermute mal, dass auch diese Übung, wenn nicht die höchste, aber eine der höchsten Wertungen des Tages bekommen wird. Eine 9,9 gab es heute schon einmal für sie. Und hier noch einmal der Gaylord-Salto. Passen Sie auf, aus dem Rückschwung.
ein Salto vorwärts über die Stange zum blinden Wiederfassen. Und da muss sie ja noch durch die Holmengasse durch, also absolute Hochachtung. Und nochmal die Studie von der Chipkamera von diesem Flugteil und zugleich schön zu sehen die Verformung des Bartenhofs. Noch einmal. Auch dieses Teil zuerst natürlich im Männerturnen gezeigt von dem Amerikaner Gaylord. Und auch viele Männer trauen sich nicht, dieses Teil zu tun, weil es so kompliziert ist. Und ich habe es gesagt, 9,90 Punkte. Tolle Leistung von Mo Hyland, die damit wahrscheinlich auch im inoffiziellen Wettkampf der Turnerinnen heute den ersten Platz belegen wird. Im Bild haben wir Dominic Dors aus der Riege der USA, die sich ja beim Pferdsprung im Augenblick befindet. Sie ist die letzte Turnerin ihrer Mannschaft. Dominic hat heute Geburtstag. Sie wird heute 18 Jahre alt. Gestern schon ein bisschen vorgefeiert. Aber wie ich beobachten kann, muss Dominic noch ein bisschen warten, weil zunächst der Boden dran ist, die Turnerinnen turnen hier versetzt, wie das in der Fachsprache heißt, in diesem letzten Durchgang. Also immer nur eine ist auf dem Podium. In diesem Fall ist es Gina Gojan aus Rumänien. Gina Gojan, 17 Jahre, 1,48 Meter groß, 39 Kilo, die Europameisterin im Mehrkampf dieses Jahres in Stockholm, eine der erfolgreichsten Turnerinnen der Welt. Schon bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona dabei, aber noch nie war sie Mannschaftsweltmeisterin, und dies ist natürlich ihr sehnlichster Wunsch hier in Dortmund. Deswegen ist sie zusammen mit ihren Freundinnen hierher gekommen. Und im Augenblick sieht es auch so aus, als würde dieses Unternehmen glücklich zu Ende gehen. Der Wettkampf ist unglaublich spannend, weil durch den Modus wir erst zum Schluss wissen, wie das nun wirklich steht. Zwei der sechs Mannschaften haben, wie gesagt, den Wettkampf schon beendet. Und die vier, die sich im Augenblick noch hier um den Kampf um die Goldmedaille befinden, ja, da kann noch einiges passieren. Dominic Dors! Also, an ihrem Geburtstag, an ihrem 18. Geburtstag, da zeigt sie eine Weltklasse-Leistung als letzte Turnerin der USA beim Pferdsprung. Mein Gott, das wird ja noch mal spannend. Wer wird denn Weltmeister? USA? China? Rumänien? Russland?
Noch können wir es Ihnen nicht sagen. So, warten wir mal auf die Wertung für Ihren ersten Sprung. Sie stammt übrigens aus Silver Spring in Maryland. Ihr Verein, in dem sie trainiert, heißt Hills Angels, benannt nach ihrer Trainerin Kelly Hill. Und hier nochmal der Rondat-Sprung, den sie uns in perfekter Ausführung gezeigt hat, ohne Standfehler, der ihr schon zweimal übrigens bei Einzelmehrkampf-Weltmeisterschaften, sowohl 93 in Birmingham als auch 94 in Brisbane, zum Verhängnis wurde. 9,887 für ihren ersten Sprung. Ja, der Titel eines Mannschaftsweltmeisters zum 18. Geburtstag, das wär's doch. Kleiner Hüpfer, also wird wohl die erste Wertung diejenige sein, die für das Mannschaftsergebnis zählt. Alle sind sie begeistert, vor allen Dingen natürlich die Trainerin, die wir kurz gesehen haben, Kelly Hill, der man schon vorgeworfen hat nach den Weltmeisterschaften von Birmingham und Brisbane, als Dominik gerade an diesem Pferdsprung gescheitert ist, dass sie, die Trainerin, hätte ihr einen anderen Sprung empfehlen sollen. Aber jetzt beherrscht sie ihn offensichtlich. ...9,887, also die Wertung des ersten Sprungs zählt. Und die Wertung für Gina Gottschan, 9,900. Und die Spannung bleibt. Yuging Guang aus China. Sie zeigt den Jägersalto. Und Doppelsalto gehockt. Also im Gegensatz zu ihrer Mannschaftskollegin Mo Hui Lan war in dieser Übung nicht so viel Spektakuläres. Sauber geturnt zwar, aber es fehlten die Höchstschwierigkeiten. Und das wird sich schon negativ in der Benotung auswirken. Wobei die Chinesinnen mit 9,9 und 9,837 von Li Xuan ganz oben liegen hier in dieser Benotung an dem Gerät. Von den 6 angetretenen Turnerinnen pro Gerät, pro Mannschaft, kommen 5 in die Wertung. Das heißt also, es gibt eine Streichnote. Und die niedrigste Note der Chinesinnen am Stufenbarren, die liegt nur bei 9,612 Punkte. Nur dahingehend, dass es hier eigentlich auch schon eine sehr hohe Wertung ist. Also, am Stufenbarren haben sie sehr, sehr viele Punkte, Zehntelpunkte gut gemacht. Der Abgang, Doppelsalto in gehockte Ausführung. Sie ist eine der Nachwuchsturnerinnen aus dem Bereich der Mitte und erhält 9,750 Punkte, ist also in der interne Mannschaftswertung dabei. Elena Lebedeva am Schwebebalken. Auch sie zeigt den Salto-Vorwärtsaufgang wie Dina Kochetkova. Sie aber sicherer. Noch einmal der Salto-Vorwärts. Zwei Spreitsalti.
6 Jahren begann sie das Kunstturnen im Armeesportclub von St. Petersburg. War in diesem Jahr bei den Jugendeuropameisterschaften Vierte im Mehrkampf und Vierte am Boden. So, noch ein sicherer Abgang und Russland ist auch dabei im Kampf um den Weltmeisterschaftstitel. Doppelsalto gehockt. Und wir dürfen gespannt sein. Also am Schwebebalken haben die Russinnen nicht an die Leistungen vom Sprung und Stufenwachen anschließen können. Bislang nur 47,5 Punkte als Mannschaftsergebnis, vergleichbar die Rumänen mit 49 Punkten, also anderthalb Punkten mehr. Dies kann natürlich am Ende ausschlaggebend sein. Und was bedeutet das? Ist das Enttäuschung oder Erleichterung? Sie scheint nicht ganz zufrieden zu sein dabei. 9,775 Punkte, das ist doch eine tolle Leistung. Und jetzt wird sie umarmt. Es bleibt spannend und es bleibt eng und es ist noch nicht zu sagen. Schauen wir die letzte Turnerin, Lavinia Milosevic, am Boden. Ja, die Olympiasiegerin von Barcelona am Boden. Lavinia Milosevic entscheidet als letzte Turnerin dieser Weltmeisterschaft diesen Wettkampf um Gold, Silber und Bronze. Doppelsalto gestreckt mit einem Fuß auf der Begrenzung. Noch ist nichts passiert. Rumänien auf dem Weg zur dritten Weltmeisterschaft nach 79 und 87. Doppelschraube, Salto vorwärts. Die 18-Jährige zeigt all das, was sie kann. Jahre, 1,58 Meter groß, 45 Kilogramm. Zweite der diesjährigen Weltmeisterschaften im Einzelmehrkampf in Brisbane, Australien. Und jetzt noch etwa 30 Sekunden und dann ist Rumänien zum dritten Mal Weltmeister. So wie es aussieht vor den USA und auf Platz 3 Russland. Jawohl, die Dreifachschraube. Gold für Rumänien. Mein Gott, ist die Freude groß. Eine kleine rumänische Kolonie hier in Dortmund. Sie haben mich immer wieder gefragt, schafft es Rumänien? Schaffen es unsere Mädels? Ich habe gesagt, ja, sie werden es schaffen. Was soll man auch anderes sagen? Man kann die Leute nicht enttäuschen, aber jetzt ist es endlich wahr. Da sind sie, Claudia Bresakan, Daniela Maracunda, Simona Amanar, Lavinia Milosevic, Tina Gojan, Jonela Loyaisch und Nadja Hategan. Dies ist das Siebener-Team mit Trainer, Cheftrainer Octavian Belou. Und manche können die Tränen kaum verbergen. Warum auch? Und sie hat letzten Endes diese Weltmeisterschaft durch diese Bodenübung entschieden. Die Olympiasiegerin in dieser Disziplin, Lavinia Milosevic. Es war eng, es war knapp, wie so oft im Kunstturnen. Da ist die Wertung, es war nicht mehr so sehr wichtig. Höher als erwartet sogar noch, 9,950. Eine 10 gibt es ja inzwischen nie mehr. Da sind die Kampfrichterinnen und die Wertungsvorschriften zu eng geworden im Laufe der Jahre.
Die erste war 1976 Nadia Comăneci aus Rumänien, die Olympiasiegerin von Montreal, die eine 10 erhielt, aber hier in Dortmund hat es keine gegeben. Auch nicht für eine ihrer Nachfolgerinnen, zum Beispiel für sie, die 18-jährige Lavinia Milošević. Und damit, liebe Zuschauer, steht das Ergebnis der Mannschaftsweltmeisterschaften hier in der Dortmunder Westfalenhalle fest. Die Rumäninnen haben also, wie Volker Rath schon gesagt hat, gewonnen. Mit 195,847 Punkten holten sie sich den Mannschaftstitel vor der Vertretung aus den USA, die 1,2 Punkte dahinter lagen. Und schließlich den Russinnen, die durch die letzte Übung von Elena Lebedeva doch noch an China vorbeiziehen konnten, die schließlich 4 Zehntel dahinter auf dem 4. Platz liegen, mit der Medaillenvergabe nichts mehr zu tun hatten, die Vertretungen aus der Ukraine und aus Weißrussland. So, liebe Zuschauer, neben mir sitzt nun Professor Dr. Gerd-Peter Brüggemann vom Institut für Leichtathletik und Turnen an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Professor, Sie haben die Kunst- und Weltmeisterschaften ja auch biomechanisch analysiert. Was war denn jetzt so das Ergebnis? Was kann man jetzt schon sagen? Nun, wir haben eine deutliche Entwicklung in der Bewegungstechnik gefunden. Sehr viele Mannschaften sind im Spitzenbereich technisch weit fortgeschritten. Sie sind technisch perfekt gewesen. Wir haben beobachtet, dass die Techniken dahin tendieren, dass doch sehr stark zur Belastungsreduktion beigetragen wird. Techniken werden in einer Form heute präsentiert, dass sie auch darauf ausgelegt sind, nicht zu Überbelastungen zu führen. Stichwort Belastungsreduktion. Die Messungen haben ja auch ergeben, wie hoch die Belastungen sind bei Landungen, bei Flugteilen, Pferdsprung, am Stufenbarren. Jetzt sind sehr, sehr viele Studien im Umlauf und es wird sehr viel darüber geredet. Kunstturnen, das weibliche Kunstturnen sei gesundheitsschädlich, Wirbelsäulenschäden und Mädchen wären Magersucht. Was kann man denn von solchen Studien halten? Nun, Sie haben einen ganzen Komplex von Fragen gerade aufgebracht. Zunächst muss man sagen, ganz so einfach, wie es häufig dargestellt wird, ist es nicht. Es werden häufig Ursachen konstruiert, von denen wir zunächst gar nichts wissen. Wissenschaftlich sind viele dieser Dinge in keiner Weise belegt. Es werden selektive Beobachtungen in den Vordergrund gerückt. Die Belege fehlen im Wesentlichen. Viele dieser Studien müssen deutlich relativiert werden. Denken Sie an die kanadische Studie. Sie ist jetzt gerade publiziert worden und macht deutlich, dass reine Unfälle in 3 Jahren auftreten, die in der Größenordnung von etwa einer Verletzung pro Jahr pro Tonne Rennen da sind. Und dieses ist nun beim besten Willen nicht dramatisch. Also die Forderung von wegen, Eltern, lasst eure Kinder zu Hause, schickt sie nicht in die Turnhalle, die würden sie auf gar keinen Fall unterstützen. Nein, dieses kann man auf keinen Fall unterstreichen. Wir müssen vor allen Dingen auch mal etwas differenziert sehen. Kunstturnen, wie wir es im absoluten internationalen Spitzenbereich sehen, hat mit dem Kunstturnen, wie es in unseren Vereinen getrieben wird, überhaupt nichts zu tun. Hier ist Kunstturnen eine Disziplin, die dazu beiträgt, Kinder ideal motorisch auszubilden und kann überhaupt nicht mit dem Spitzenkunstturnen und auch manchen negativen Begleitformen vom Spitzensport im Kind- und Jugendbereich allgemein in Verbindung gebracht werden. Also was jetzt betrieben wird, ist oftmals Panikmache und man darf sich nicht dadurch irritieren lassen. Und diese ganzen Meldungen über angebliche Wirbelsäulenschäden und auch Magersucht, die müssen arg relativiert werden. Sie müssen relativiert werden. Panikmache darf nicht gemacht werden. Wenn Probleme auftreten, müssen sie sauber, sachlich bearbeitet werden und vor allen Dingen wissenschaftlich hinterfragt werden. Und es sind auf keinen Fall ausschließlich medizinische Probleme. Die pädagogischen Probleme sind da und das wissen wir. Sie sind da im Hochleistungssport, im Jugendalter und sie müssen bearbeitet werden. Aber Panikmache, das ist der falsche Weg an dieser Stelle. Herr Professor, ganz herzlichen Dank erstmal. Liebe Zuschauer, wir haben den Mannschaftsweltmeister gesehen, Rumänien, aber wir haben noch einige Übungen nachzureichen. Die Highlights des Mannschaftsfinales hier heute in der Dortmunder Westfalenhalle. Mats ab. Und da sehen wir zuallererst Mo Huilan aus China am Boden. Sie, ich habe es ja schon gesagt, ein absolutes Sprungwunder mit 9,9 am Stufenbarren und am Pferdsprung. Und die erste Bodenbahn, Tsukahara in gebückter Ausführung, perfekt geturnt. Eine Musik, die mich immer an eine
Parodie von Jerry Lewis erinnert. Der Schraubensalto. Noch einmal. Siegerin übrigens auch bei den Asienspielen am Boden. So, und die letzte Bahn. Überschlag, ganze Schraube, Salto rückwärts, Spreizsalto. Mohuilan erhielt für diese Vorführung 9,90 Punkte. Aber ganz zum Schluss, da kam er noch Lavinia Milosevic aus Rumänien. Und die lag am Ende doch noch vor ihr mit 9,950 Punkten. Nur diese ganzen Einzelergebnisse zählen ja nicht. Es war ja eine Mannschaftsweltmeisterschaft. So, jetzt sind wir live bei der Siegerehrung und neuer Mannschaftsweltmeister, die Vertretung Rumäniens. Ich sag sie noch mal, die sieben Mädchen. Da sind sie mit Trainer Octavian Bello, mit Claudia Brescher-Kahn, dann Lavinia Milosevic, Daniela Maracunda, Simona Amanar. Das ist Lavinia. Simona Amanar. Jonella Loyaisch, Gina Gorjan und Nadja Hadega. Und Claudia Brescher-Kahn. Silbermedaille für die Mannschaft der USA, die sich tapfer geschlagen hat. Nach dem Rückzug von Shannon Miller, der stärksten Turnerin der USA. Also Tracy Forbes, Amy Chow, Larissa Fontaine, Kerry Strzok, Amanda Borden und Dominic Dawes. Silbermedaille wie bei den Weltmeisterschaften 1991 im eigenen Land in Fort Worth hinter der Sowjetunion als Rumänien noch auf Rang 3 landete. Dritter bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Und hier sehen Sie noch mal Kerry Strzok zum Beispiel. Und dann auf Platz 3 die Mannschaft aus Russland. Die Namen weiß Andreas Bellig besser als ich. Jawohl, und das sind Svetlana Chorkina, Dina Kochetkova, Oksana Fabrichnova, Elena Grasheva, Eugenia Rachina, Natalia Ivanova und schließlich Elena Lebedeva. Nur 99.000stel lagen sie hinter den USA. Das ist noch nicht mal eine halbwegs vertonte Übung. Das ist ein kleiner Standfehler und das bei insgesamt 16 gezeigten Übungen. Das zeigt, wie eng die Weltklasse hier zusammenliegt. Die Präsidentin des Technischen Komitees der Frauen im Internationalen Turnerbund, Frau Jackie Fay. Und der Präsident des Organisationskomitees, Herr Hans-Jürgen Zacharias. So, liebe Zuschauer, die Siegerehrung haben wir ansatzweise gesehen. Für die Nationalhymnen haben wir keine Zeit mehr. Das war hier die Mannschaftsweltmeisterschaft der Kunstturnerinnen aus der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle zurück nach Köln.